Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Bloodlines The Masquerade. Ihr wisst alle, wo wir aufgehört haben. Also gehen wir da jetzt rein und treten ein paar Ärsche ein. So, Muffin. I'm sorry, Crumbcake. It's nothing personal, you understand, but Mr. LaCroix, he tells me I can't let you in here anymore and I'm supposed to escort you out. I hope you understand. Das verstehe ich total. Aber eigentlich möchte ich es nur auf das Dach. Well, I guess it's all right. Go on up. Oh, sheesh. I hope I don't lose my flashlight privileges for this. Flashlight privileges. Wahnsinn. The fuck? Ich dachte, Pumpkin holt mir den Fahrstuhl. Ich will die jetzt echt nicht töten, ne? Ich meine, ich mach's. Ich hab da kein Problem mit. Wenn ich Humanity verliere, muss ich laden. Oh! Ich verliere keine. Ihr seid sowas von tot. Sorry. Naja. Ihr macht nur euren Job. Am Arsch. Man schießt nicht wild auf Leute ein. So, Pumpkin. Ja, komm her. Ist ja gut, ist ja gut. Du kannst ja noch lachen, so viel du willst. Mister, ich habe zu viel Final Fantasy 7 gespielt. Hässlicher Kackfrosch. Klappt nicht so richtig, wa? Vielleicht immer, weil du genau hinter mir auftauchst. Ach, schade. Das wäre so geil geworden. Ja. Ja. Dann geht's halt hier weiter. Ist doch auch egal. Auf den darfst du ruhig einschießen. Der trifft nicht, ne? Nur so ein Gefühl, dass der nicht trifft. Machen wir die erstmal kaputt. Ey, nicht ins Gesicht. Ich bin hübsch. Das kannst du mit Leuten machen, die scheiße aussehen, so wie du. Oh, ist so gut. So richtig treffen tut er nicht, aber gut, dann müssen wir das gleich selber machen, sobald wir das Kleinvieh los sind. Was für ein Scheiß. What the fuck? Ich hatte doch noch so viel HP, dass die Kleinen mich hätten niemals treffen, töten können. Nervig. Das ist... Das Nervige an Bloodlines The Masquerade, muss man ja leider sagen. Aber jetzt probieren wir einfach mal einen anderen Dialog aus. Wir machen jetzt... Oh mein Gott, hat mir gesagt. Und es hat sich aufgehängt? Nein. Naja, gehen wir halt Polizisten klatschen. Weißt du was? Bei der Gelegenheit hole ich mal diese Knifte raus und lad mal nach. Oh, geil. Das
war eine coole Animation. Siehst du, jetzt passt nämlich schon wieder ein Magazin mehr rein. Finde ich schon wieder das. Das, dann hätte ich gar nicht so viel einkaufen müssen, ne? Ja, Fahrstuhl ist schon da. Mutig. Ich muss gestehen, ich wäre um mein Leben gelaufen, hätte ein Typ oder eine Braut wie viele Revolverschüsse abgekriegt und überlebt. Ja, auf jeden Fall wäre ich sowas von weit weg. Schade, es lebt keiner mehr. Ich wollte eigentlich ein bisschen an ihn rumlutschen. Dann kriegt's Pumpkin halt ab. Der hat so viel. Reicht. Ganz weitermachen. Womit auch immer. Wo? Langweilig. Oh, ernsthaft. Sonst kam doch immer eine Ladezeit. Wir fahren jetzt nicht ernsthaft. Naja, also ich meine, wir sind jetzt ja nicht aufs Dach, wir sind jetzt direkt bei ihm. Weil wir eine andere Option gewählt haben. Hey, stop right here. Boah, hat der viel. Alter, hat der viel. Wer hat ihn denn erschossen? Warum schießt du auf deinen eigenen Kumpel? Der hat ihn voll in die Birne geschossen. Also ein noch. Jetzt. Guckt euch das an, wie viel Blut die haben. Abgefahren. Stop right there, aber mit der Knarre abdrücken. Das ist so, ja, eigentlich ist es ziemlich authentisch, US-amerikanische Polizei. Nee, dann gucke ich mich kurz weiter um. Wollte ich jetzt kein Bloodbath reinschmeißen. Für Stimmen. Das heißt, es wird auch was zu trinken geben. Eins, zwei. Und weil wir Bloodbath haben, können wir. Auch hier wieder so ein klassischer Fall von wegen. Warum laufen die nicht um ihr Leben? Und warum kann der rückwärts schneller gehen als ich vorwärts. Mein ja nur. Will mich auch nicht zu sehr beschweren. Das hat nicht getroffen, das Greifen. Geht vielleicht gar nicht wegen der Panzerung, wer weiß. Man sieht, die Sprachoption, die blaue, ist eine bessere. Kommt man nämlich direkt zum Bosskampf und muss sich hier nicht durchfriemeln. Ich wollte jetzt keinen neuen Bloodbath reinschmeißen, sondern mich erstmal hier umschauen. Echt? Die kommen mit einem Batun hier an. Komme ich von hier oder? Den können wir jetzt ja leer machen.
Wow, echt alles Edelblüter hier, Wahnsinn. Bloodbath. Dass man sie nicht wirklich bewegt bekommt. So steht man hier die ganze Zeit in der Schusslinie, wenn man gegen den Typen hier einschlägt. Und die lassen sich auch in keinster Weise staggern, wie ihr seht. Dass die das Schießen einfach mal unterbrechen würden, tun sie nicht. Bloodbath benutzen müssen wahrscheinlich. Klappt nicht. Ich weiß, dass das leuchtet, aber es klappt nicht. Na also, das hat ja lang gedauert. Wenn das so verbuggt ist manchmal, ne, da fragt man sich, ist das der richtige Weg, den man nimmt? Gott sei Dank hat das sehr auffällig blau geschimmert. Sonst, ja. Kannst du bitte aufhören, Mann, den scheiß Finger vom Abzug nehmen? Guck dich das an. Was für ein Wichser. Acht. Ey, ich kann nichts drücken. Es geht nicht. Also, wenn ihr euch fragt, warum macht der denn nichts? Der Trottel. Weil ich es nicht kann. Ich habe ja geklickt. Aber es bewegte sich nichts. Nein, nein, nein. Den wollte ich nicht töten. Das war ein Versehen. Kommt hier noch so einer von denen? Das wäre nämlich richtig geil. I anticipated you'd make it this far. I had no doubts about your capability. But I am not so easily betrayed. Did you ever think about what it takes to live as long as I have? To come this far? Consider that lack of judgment in your last few seconds. Ist der Typ behindert? Er redet von Betrayal. I'm coming for you, Leroy. You hear me? I'm coming. Consider this. You're going to die tonight. Tick, tick, tick. A bientôt, kindred. Help!
interessante Granatengürtel, den er da um sich hat, ne? Freunde, ich hab noch nicht mal Bloodbath an. Ich habe das Astrolite. Zeit ist jetzt auch abgelaufen. Und der Kackstift ist tot. Und spektakulär, ne? Da war der andere interessanter, finde ich auch. Kein Wunder, dass das der Bodyguard war. Oder war er die ganze Zeit? Die Hauptfigur. Ernsthaft. Ah, das sind wieder Menschen. Können wir lutschen. So, 6 Treffer stecken wir an. Nee, du bist kein Mensch. Der andere ist ein Mensch. Also. Beides Menschen, aber der. Oh mein Gott, was zur Hölle? Hat mal jemand einen Eimer da? Dann kann ich das abfüllen. Zum Mitnehmen. So ein 30 Liter Bierfass. Was? Was hat denn der gegessen, bevor er hierher gekommen ist zur Arbeit? 30 Kilo Karotten? Was ein Pferd. Ich weiß nicht, wo lang. Geh einfach mal hier so. Ach komm schon. Warum muss ich mal Bloodbath benutzen? Ja, fuck. Ich bin froh hier. Nein. Da, endlich wieder hier. Ganz dekadent. Tschüss, Fußvolk. Ey, ich habe gerade gespeichert. Wehe, das stürzt jetzt ab. Was zur Hölle? Warum leuchtet das Astrolight so durch? Den sollte ich am Leben lassen. Den nicht. Ups. Ich versehe Blattdach benutzt. Komm dem Blauen nicht zu nah, ich will ihn nicht aus Versehen mit einer Katana begrüßen. Ich komm gleich zu dir, mein Schatz. Ich bin gleich da, bin gleich bei dir. Da bin ich. Einmal voll machen, bitte. Wer auch immer da schießt, irgendwie trifft er nicht. Nur so ein Gefühl, aber ich habe das Gefühl, er trifft nicht. Ich habe das Gefühl, er weiß nicht mal, wo er hinschießen soll. So, wer hat jetzt hier rumgenervt? Ah. Schade, dass das zum Schluss so einer ist, die man nicht trinken kann. Meine Fresse, ehrlich jetzt. Was? Okay. Ich lade mal. Ah, natürlich. Oh, das ist der Blaue.
Ich pimp gleich Sellerie nochmal auf. Wie viel hab ich? 12, ich brauch 15. Okay. Das ist ziemlich gut geworden, ne? Schon mal was vorknuspern, bevor wir zur Hauptspeise kommen. Mein Gott, hat der viel HP. Blut. Und was macht der andere? Der so, oh, ist so leise geworden. Vielleicht küssen die sich. Mische ich mich mal lieber nicht ein. Nicht wahr? Das hast du gedacht. Du Schwein. Das dauert mir jetzt zu lange. Wir schneiden den zu Ende. Geht schneller. Speichern. Jetzt versuchen wir das Astrolite nach oben zu befördern im Fahrstuhl und nicht draufzutreten. Das ist nur ein Versuch. Ernsthaft? Nach oben, nicht nach unten? Das haben wir schon gemacht. Also, es ist schon aus Versehen passiert, dass das in die Hose ging. Wir hätten das unten reinlegen müssen und hier hochschicken als Pizza-Service. Ne, so nach dem Motto hier. Einmal Astrolite und dann... Ne, und es macht dann Garumso und alle freuen sich da oben. So hätte man es machen können. So, dann fahren wir mal in die 6. Oh, scheiße, wir sind in der 6. Dann fahren wir in die 7 an. Mir doch egal. Dass ihr noch nicht müde seid mit Leute opfern. Ja, whatever. Ich bin gleich bei euch. Die macht Damage. Die macht wirklich verdammt viel Damage. Und die Alte kannst du nicht trinken. Das sind also doch Vampire. Ich hab mir das schon fast gedacht, aber ja, das hat mich dann doch nochmal überzeugt, die Tatsache, dass er da sich in Pulver aufgelöst hat. Er dürfte nicht, aber Ergrut doch. Hier muss noch irgendwo ein Vampir sein. Ja. Please don't do that. It fucking hurts, also ehrlich. Warum muss ich mich mit euch Kadavern überhaupt noch abgeben, wenn der Roy aus dem Tod ist? Was ist hier eigentlich? Bonjour. Und hier? Ist das lang? 8. Fuck. 7. Ja, was soll's? Ey, was? Wir sind am Ende des Spiels. Gleich. Kann man jetzt auch mal
die Lichter anmachen oder ausmachen. Enable. Oder oh. Lights out. Dann gehen wir jetzt auf die andere Straßenseite. Ernsthaft außen rum gehen? Nee, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich hier durch. I'm sorry, Trenchcoat Frau. Du bist ja ganz niedlich und so, aber. I've had a job to do. Hat sie gerade das Maschinengewehr wie ein Raketenwerfer gehalten. Ich hatte den Eindruck, dass sie das gemacht hat. Ah, noch mehr zu klappen. Gerne doch. Steh auf, Männchen, Schussanimation. Der Klassiker. Dankeschön, danke. Ich hätte das Licht nicht aufmachen sollen. Ich sehe jetzt gar nichts mehr. Ein Mensch. Dann. Das ist derselbe Typ, an dem wir schon mal rumgenuckelt haben. Ist dir eigentlich klar, dass ich ein Vampir bin? Ich meine, ich habe dir gerade den Hals gebissen. Ich habe wie viele Magazine überlebt und du kämpfst hier einfach immer noch weiter. Ich bin so stolz auf dich. Was soll ich jetzt hier machen? Von wo? Ich muss da. Alles klar. Ich komm, Alter. Halt's Höschen fest. Ich bin gleich bei dir. Hi. Freut mich sehr. Heißt Alex. Das ist mein Lieblingsschwert. Ich hab meines Schwert. Es kann Sachen schneiden. Ich zeig dir das mal. Ab aufs Dach, wo wir eben schon waren. Aber jetzt ist Leroy tot. Leroy. So. Und an dieser Stelle machen wir dann in der nächsten Episode weiter. Aber ihr habt ja einen kleinen Sneak Peek bekommen, was hier abgeht. Also meine Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Macht es gut alle zusammen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.